Das war eine unangenehme Niederlage gegen die Hertha. Warum hat es dann am Endeffekt gelungen? Ja, wir waren in unserem Passspiel erste Halbzeit nicht so gut und so konkret, wie wir das gerne gehabt hätten. Viele Abspielfehler, viele Ballverluste. Das heißt, wir sind nicht so richtig ins Spiel gekommen, sondern viel nachgelaufen. Wir haben wir sind nicht so in die Zweikämpfe gekommen, dann auch, wie wir das gern gehabt hätten. Die Berliner waren ballsicherer, haben das besser rausgespielt, Ballbesitz gehabt, jetzt die eine oder andere gute Tormöglichkeit, aber die haben wir allerdings auch gehabt. Noch vor der Pause aus einem Ballverlust, einen unnötigen Umschaltspiel auf einmal ganz frei und Ibisevic nutzt die Möglichkeit. Und war bitter, war schade, so knapp vor der Halbzeitpause. Und zweite Halbzeit haben wir dann jetzt dann nicht unbedingt ein fußballisches Feuerwerk abgeliefert, aber alles, was man von Sportlern verlangen kann, den Einsatz und alles zu unternehmen, das haben sie dann wirklich hundertprozentig umgesetzt. Und haben wir auch Möglichkeiten gehabt und ist ja halt nicht ausgegangen, dass wir einen Ausgleich noch erzielen. Ja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit nicht den Druck entwickeln können, den wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir hatten nicht den nötigen Ballbesitz, um das Spiel aufzuziehen. Dann kassierst du kurz vor der Halbzeit noch so ein dämliches Gegentor und dann ist es natürlich nicht einfach, gegen eine gut organisierte Mannschaft wieder zu Chancen zu kommen. Wir hatten die ein oder andere Torschance in der zweiten Halbzeit, aber nicht das nötige Glück, das wir da noch vielleicht gebraucht hätten. Ja, total unnötig verloren heute. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht wirklich ein Spiel gefunden. Wir haben den Berlinern nicht unser Spiel aufgedrückt. Ja, wir haben zu wenig den Ball laufen lassen, haben Berlin sozusagen das Spiel komplett überlassen. Ja, was vielleicht letztendlich auch so ein kleines Battle um das Tor war dann am Ende. Und dann haben wir natürlich Moral gezeigt, wie immer, wie in jedem Spiel. Wenn wir hinten lagen, haben wir es natürlich umbiegen wollen, haben mit aller Macht versucht, das Tor zu erzielen. Und mit ein bisschen Pech haben wir es leider nicht geschafft heute. Wir haben schon gewusst, wenn wir alles richtig machen, dann können wir da schon bestehen. Das haben wir auch wieder in der zweiten Halbzeit gezeigt. Es ist halt schwierig, über 90 Minuten gegen eine Mannschaft, die jetzt da oben steht, die ein gewisses Maß an Abgebrühtheit wirklich im Spiel hat, vor allem im Offensivspiel, dass man das 90 Minuten hinbringt. Weil es ist halt vielleicht so, dass wir halt noch nicht ganz so weit sind, wie uns manche schon sehen. Und dass es dann in solchen Spielen wie gegen Gladbach oder Berlin, Gladbach sowieso, aber die Berliner, die sich super entwickelt haben und auch schon einen richtig gestandenen Eindruck hinterlassen, dass es da eben schwierig ist, dann diese Spiele zu gewinnen und dann verlierst du sie eben knapp.